Servus meine lieben Freunde und herzlich willkommen zu einem brandneuen Unboxing-Video von mir. Heute präsentiere ich euch die brandneue Box von Renko 111 mit Masterplan. Und ich würde sagen, wir fangen direkt mal an damit, dass ich die Box für euch auspacke. Machen wir erstmal die Folie ab hier. Das geht ratzfatz hier. Da hätten wir die Box auch schon. Hier mit Masterplan. Sehr schön gemacht. Machen wir die Box mal auf hier. Direkt, ihr wisst Bescheid. Dope, grün, grün gestaltet. Kommt uns alles entgegen hier. Ballert. Stecken wir ein. Kommen wir zu den nächsten Inhalten. Hier hätten wir direkt Masterplan. Renko 111. Ihr wisst Bescheid. Mit dieser Pappform geht auf jeden Fall fit. Checken wir mal ab. Macht man hier auf. Hier wäre direkt das Ticker-Handy. Ihr wisst Bescheid, ruft man den einen oder anderen Kollegen an. 100 Kilo auf Tasche, ihr wisst Bescheid. Kommen wir zu den nächsten Inhalten. Hier hätten wir das Ladekabel für die Box. Was hätten wir hier noch drin? Hier hätten wir noch das Booklet. Ein paar Bilder von dem guten Herrn. Kann man sich auch wohl geben. Nicer Künstler. Kommen wir zu der CD. Auch sehr schön in der Form von der Box, rund gehalten. Sehr schön gemacht, Renko 111, so sieht die CD aus. Hätten wir noch ein paar Sticker hier drin, wie viele? Boah, Leute, wir hätten ein paar mehr Sticker drin. Guck mal hier, er, was für nice Sticker. Bam, 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 hier ballern wir alle mal. Kleben wir nachher überall hier, alle in Köln dran, würde ich mal sagen. Machen wir ein bisschen Promo, ein bisschen Werbung für den guten Herrn. Checkt das ab. So. Ich würde sagen, das war's mit der Box. Wenn euch das Unboxing-Video gefallen sollte, checkt das ab. Lasst mir gerne einen Kommentar da, ob ihr das Unboxing feiert, ob ihr euch die Box gegönnt habt, welchen Song ihr am meisten feiert. Checkt mich auf Instagram ab, xphilipp_nach_unten. Und ich würde sagen, wir sehen uns bis zum nächsten Unboxing, meine lieben Freunde. Ja. Hier ist das Handy auf jeden Fall. Also so sieht das aus. Wir haben die SIM-Karte schon mal reingemacht. Ich würde sagen, wir stecken direkt mal das Akku rein. Bam, bam, bam. Checkt das ab. Kleines Handy, dicker Handy, ihr wisst Bescheid. Stellen wir das mal an. Gönnt euch das Handy. Was für ein Klingelton. Ich würde sagen, damit seid ihr überall erreichbar. Renko 111. Rufen wir mal direkt ein paar Kollegen an. Hier hätten wir den SIM-Code. 4, 5, 0, 2. Bam, Error, was ist das? So, probieren wir nochmal. 4, 5, 0, 2. Das mit der SIM-Karte hat nicht ganz funktioniert, aber ihr habt gehört, dass es funktioniert. Ich würde sagen, ich zeige euch das Handy jetzt nochmal ganz kurz. Macht das auf hier. Zap, zap, hier. Checkt das ab. Hier ist das Akku. Also so sieht das aus. Hole ich das mal raus. Dann steckt ihr die SIM-Karte hier rein. Da ist jetzt leider kein Guthaben drauf, sonst hätten wir nur eben 100 Kilo beim Kollegen bestellt. Und auch ein sehr nices Handy, also lässt sich überall gut verstecken, in den Socken, wo auch immer, in der Boxershorts, im Bau, überall könnt ihr das mit reinnehmen, würde ich jetzt mal so behaupten, da geht einiges mit. Sogar Dual-SIM, ihr könnt zwei SIM-Karten reintun. Genau, also zwei SIM-Karten, sehr nice gemacht. Noch mal kurz auf Shop hier. Jetzt. So, ich würde sagen, das war es dann auch mit dem Handy, also ich habe euch das Handy gerade noch mal präsentiert, wie das aussieht. Ein sehr schönes Handy, einfach so, zack, 100 Kilo auf Tasche bestellen.